Ühleports, da verbindet man eigentlich den Mühlentor mit. Das ist die Ulrepforte, dieses Kriegstor selbst, was man eigentlich nicht auf den ersten Blick sieht, sondern man muss schon ein bisschen um die Ecke gucken, um die Reste der Ulrepforte zu sehen. Der Name Ulrepforte hängt nicht mit irgendeinem Vornamen wie Ulrich oder dergleichen zusammen, sondern hier in diesem Bereich waren im Mittelalter die Ulner ansässig. Ulner sind Töpfer. Und die durften halt nicht mitten in der Stadt ihre Brennöfen betreiben, sondern haben dies hier in diesem Bereich gemacht. Und daher kommt der Name Ulrepforte. Die Ulrepforte, urkundlich erstmals erwähnt 1246, Bestandteil der Stadtmauer. Um 1400 wurde an das bestehende Tor ein Turm angebaut, ein Mühlenturm. Im Bereich des Mühlenturms hatte dann Mitte des 17. Jahrhunderts der Müller sich eine Wohnung hineingebaut. Das Tor war nicht mehr wichtig, allein begründet durch die Tatsache, dass im 15. Jahrhundert vor die Ulrepforte eine Bastion bestand. Die wurde dann im 19. Jahrhundert, in preußischer Zeit, dann mit dieser jetzt sichtbaren Kaponiere überbaut. Eine Kaponiere ist ein rechteckiger militärischer Bau, der mit Kanonen bestückt war. Das heißt, in diesem Falle hier ist dieser Vorbau im Stadtgraben und man hatte daher auch die Möglichkeit, nach links und rechts entlang der Stadtmauer sozusagen dann die Stadtmauer zu bestreichen, also im Grunde Gegner zu beschießen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Stadtmauer abgerissen. Teile der Stadtmauer in Köln blieben stehen, unter anderem hier der Bereich, die Ulrepforte. Es hat dann Umbau- und Aufbaumaßnahmen gegeben. Auf dieser Kaponiere wurde eine Gaststätte errichtet. Der Mühlenturm wurde erhöht und mit einem Helm versehen, ungefähr die Form, die wir also heutzutage sehen. Also 1907 wurde die Ulrepforte, dieses Gebäude mit der Gastronomie, von der Witwe Guillaumes an die Stadt geschenkt. Die Gaststätte hat den Zweiten Weltkrieg schwer beschadet überstanden, wurde aber dann in der Nachkriegszeit letztendlich vollends eingerissen. Die Roten Funken haben nach Verhandlungen mit der Stadt Köln dann im Jahre 1955 die Ulrepforte in Erpacht übernommen. Der damalige Präsident Eberhard Hamacher gab dann einen Arbeitsalarm heraus und das führte dazu, dass dann am 24.09.1955 die Funken mit dem Entschutten dieser doch sehr stark zerstörten Ulrepforte begonnen haben. Ja, wie können die Funken so ein Gemäuer instand halten? Das ist primär eine Geldfrage, denn der Unterhalt, der jährliche Unterhalt ist sehr teuer und aber auch die satzungsgemäße Verpflichtung zum Erhalt des Denkmals ist auch sehr kostenaufwendig. Zum Glück gibt es, das ist nicht Bestandteil der Roten Funken, den Ühleportsverein. Das sind im Grunde Freunde der Funken, die also mit sehr viel finanziellem Einsatz helfen, dieses Bauwerk instand zu halten. Die jetzige Substanz ist eigentlich in einem sehr guten Zustand. Das heißt, wir sind auch jetzt an einem Punkt, wo man eigentlich mit der Bauforschung beginnen könnte, denn im Grunde die ganzen Zutaten und Veränderungen, sprich also Bau der Müllerwohnung, Abriss der Müllerwohnung, Ausflicken dann im 19. Jahrhundert mit Backstein, das lässt sich jetzt eigentlich ganz schön ablesen. Ich denke, es ist ganz schön, dass also die Funken sich nicht nur dem Karneval verpflichtet haben, sondern eigentlich auch mit Herz und Seele dabei sind, ein Stück Köln, und das ist ja dieser Teil der Stadtmauer, dann in Obhut zu nehmen. Das ist schon, denke ich, eine Verpflichtung der Stadt gegenüber. Und vielleicht auch mehr oder weniger ein Dankeschön an Köln. Ja, für die Roten Funken ist das im Grunde das Zuhause. Ja, jeder Funk fühlt sich hier wohl, hat hier schöne Stunden erlebt, wird die auch noch erleben. Und jeder Funk hängt im Grunde an seinem zweiten Zuhause.